Und ein herzliches Willkommen zurück zu mal wieder einem weiteren Gameplay von, Entschuldigung, von Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lüne, Gameplays als Hobby und sind immer noch unterwegs beim 113. Kampf, den ich hier für euch aufgenommen habe, mit aufnehmen werde gerade. Ja, wir sind immer noch unterwegs, um Punkte zu sammeln und aufzusteigen. Und wir suchen mal den nächsten Gegner. Mal schauen, ob wir irgendjemanden finden, der gegen uns kämpfen möchte. Im ersten Moment nicht. Wie so oft. Jetzt seht ihr natürlich schon, mit was ich kämpfen werde. Nämlich mit Wrestling Pikachu. Wrestler. Ich sag immer Wrestling. Keine Ahnung, wieso. So, jetzt haben wir doch jemand Neues. Den Victor aus Dänemark mit 501 Siegen. God of War. In Aufstiegsrunde. Na super. Schauen wir mal. Ob wir den Victor besiegen können. Ein Versuch ist es zumindest wert, oder? Geht doch. Oh. Nein, meine Verteidigung. Shit. Na toll. Hat so gut funktioniert, ey. Dann kommt ihr mit ihrem scheiß Helfer-Pokémon. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist viel zu gut gegangen eben gerade. Ja, so wird es natürlich nichts. Irgendwie bewege ich mich gerade nicht. Junge, Junge, Junge. Ach komm, ich hatte doch Konter. Okay. Ich breche meine Tradition. Den ersten Kampf gewinne ich ja meistens. Na gut, okay. Ein Versuch war es ja wert. Er kam sehr gut mit God of War, klar, das hat man gemerkt. Ich meine, bei 500 Siegen, hallo, keine Frage. Auf jeden Fall trotzdem ein guter Kampf. Also von seiner Seite zumindest aus die erste Runde bei mir. Aber irgendwie hat es nichts gebracht. Aber gut, okay. Vielleicht beim nächsten Kampf. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem auch wieder dabei. Wenn es wieder heißt Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Lüner Gameplays als Hobby. Und ihr dürft natürlich auch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen, damit ihr nichts verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.